Primatologie also sich den Teil von der Medizin, den sie mit all die Krankheiten bekümmert, die den Bewegungsapparat treffen. Also Gelenke, Muskeln, Zähnen, aber vor allem auch all die elastischen Strukturen, die am Körper dran sind, dafür kann da doch Krankheiten sein, die Herz, Lunge und Leber betreffen, in der Darmen. Also wir haben ganz wenige Instrumente an der Rheumatologie. Die Rheumatologie ist also eine Branche, die sich entwickelt hat über die Medikamente und Therapien, die man kriegt hat, mit ganz wenig Techniken. Und die paar Techniken, die da waren, die ich weiß, dass sie wirklich alle Geschichten, wenn man das Rheumatismus entwickeln will, das ist ein Flux des Humeurs. Es ist früher, als du durchgehst, dass wirklich die schlechte Laune, die rauszieht, an den Gelenken oder an den Muskeln, das probiert, die nicht rauszuziehen. Wir haben alle guten das schon gesehen, wo Leute Blutegeln abgesät haben oder wo sie geschrubbt haben. Das heißt, wo sie Ventusen abgesät haben. Das sind Sachen, die aus dem 19. Jahrhundert, zum Teil auch nach Anfang 20. Jahrhundert sind, wo sich die Rheumatologie sich aufgrund von dem Thermalismus von den Wilden entwickelt. Das heißt, Leute, die an Kuren gegangen sind, weil sie ganz schlecht waren mit ihren Gelenken, du hast da probiert, genau mögliche Sachen zu machen. Und da sind die meisten Sachen dann appliziert. Weil er sieht ein bisschen, die Materialien, die wirklich geschichtlicher sind, das sind Gläser, Zerränken, die konnten abzählen, was gut ist, die wenig Resistenz, die gut gespürt. Das Problem ist, sie können brechen. Zweitens, sie sind nicht immens steril. Und drittens, das ist trotzdem relativ Kraftmaterial. Und dafür und allem, die Nullen, die drauf gemacht die sind, die tun sie mit den Pfeilen, für sie scharf zu machen. Und da könnt ihr euch vorstellen, wenn du mal an den Gelenken hantiert gehst, das wäre nicht immens agréabel. Also, die trifft halt nur auf den Kopf, weil wo die das weh, das ist am Anfang das, was wir immer freuen. Also, der weh ist das Tab-Symptom und das Tab-Motiv für die Konsultation. Und die anderen Symptome sind oft, dass die Gelenke können ausschwellen oder mal rot gehen, warm gehen oder dass die Leute sich steif spüren. Und da muss man dann versuchen herauszufinden, durch was das kommt. Zum Beispiel bei den Entzündungskrankheiten sind oft andere Organe mit betroffen. Und da solicitieren wir dann auch gerne Doktoren von den verschiedenen Bereichen, ob es Tauders, Darm, der Typ Digestiv. Da das am Anfang dann so ein Bilan, ein bisschen Internistik, um zu gucken, welche Organe du kann betroffen sind und wen das am besten zusammen da behandelt. Also in der Rheumatologie hat sich ganz, ganz viel über die letzten Jahre getan und da wird sich auch noch weiterhin ganz viel tun, hauptsächlich im Bereich von den Biologika. Also das sind die Biotherapien, die eben für die Entzündungsräume angesagt gehen. Da gehen immer um neue Molekülen, die mehr präzise am Immunsystem agieren und Krankheit durch Werte besser unter Kontrolle kriegen. Da ist auch eine große Forschung am Gang auf der Genetik, für das Genom besser zu dekryptieren und Therapien immer besser zu ziblieren. Und der Intelligenz artificielle, wo man Werte Roboter kriegen, die uns helfen, von dem Screening von Patienten zu machen. Und die Intelligenz artificiell wird das auch sicher helfen bei der Bildevaluation von der Röntgen, Scannern oder so Sachen. Die meisten guten Diagnostiken gibt bei den Hausdoktoren gemacht. Aber wenn die tun, tun, dass eine wirklich aggressive Entzündungskrankheit ist, dann schicken die sowieso die Leute so. Das heißt, der Gros von der Medizin, Rheumatologie, kann schon in der Mengenpraxis beim Doktor angefangen gehen. Und da sind wir drunter, für wirklich die speziellen Sachen zu machen.